Was erwarten können wir? Wollen wir den mal besuchen gehen, den Kollegen? Ist auf jeden Fall Blut. Da gehen wir jetzt mal rein. Was steht da? Waits? Waits was? Wait? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Okay, drin gibt's nichts oder was? Oh, klasse. Gut. Hier ein Leck. Stimmt von der Klimaanlage. Oh. Oh, da ist ja der Kollege. Scheiße. Der hat diesen Hebel. Das brauchen wir, das Ding. Wie komme ich hier rein? Oh nee. Bin ich wieder da. Warte mal, ich guck noch ein bisschen rum. Hier musst du. Der Todesstern? Moonquake, yeah. Hier gibt's doch bestimmt irgendein LOL. Geil. So sahen übrigens die Joysticks früher aus. 1980. Ja, und ein Baustellenradio. Ne, das wäre so eine Kofferbombe. Okay, da gehen wir mal durch. Ich müssen wir jetzt nach links, da geht's natürlich nach hinten, wir müssen jetzt wieder hoch. Natürlich. Also ich glaube ja, dass wir im späteren Let's Play mal in so einem Kanal hier verrecken werden. Weil das Alien uns einfach nachrennt. Leise, Freunde. Ach, Jesus. Selbst. Beide Maustasten und dann A drücken, dann macht er das Ding auf, okay. Aber das ist mega laut. Meinen. Okay, jetzt haben wir schon mal das Ding. Können wir auf jeden Fall schon mal weiter dann. So, dann gucken wir gleich mal hier rein. Drück ich. Ich muss A drücken, Stepp. Und drüber damit, komm. So, und jetzt? Okay, ein Soundbug, alles klar. Jawohl. Was ist hier noch? Hier ist was zum Anhören. Die Person Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss da verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Waren wir schon drin? Und hier geht's wieder zurück.
Alter. Da war doch was gerade. Irgendwas war doch da hinten gerade. Ich habe genau in die Tür reingeguckt. Und hier ist es weggelaufen. Da habe ich mir das nur eingebildet. Also da unten können wir auf jeden Fall weiter. Jetzt wollen wir da direkt schon hingehen oder... Ja, wir speichern lieber nochmal. So. Aha. November 2137. Alles klar. Ich würde mal gerne wissen, wie weit wir im November 2173 sind. So, im Real Life. Ob wir dann auch schon so Raumschiffe bauen können oder haben. Das würde mich mal interessieren. Oh. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft für mich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Oh ja. Hallo, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systeitron. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Alles klar. Wie er sich einfach angeschlossen hat von hinten, weißt du? Na los, ich will... Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Was ist denn so rum hier? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Danke. Macht's gut. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Geil, was ist das für ein geiles Abgefährt hier? Das ist ein Gepäckwagen. Gut, Kollege. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Nee, das war nur Verarsche. Dann lass ich das mal speichern hier. Das sind die besten Punkte hier, ohne Witz. Ah, geil. Moment. Safe. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ja, drück mal aufs Knöpfchen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Wieso hast du ein Knöpfchen gedrückt, Junge? Na, worauf warten Sie? Ja. Drücken Sie den Knopf. Kann ich auch. Geil. Kupacha. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein.
Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll es überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Ein Monster? Ich glaube, wir wissen schon, welches Monster. Ethanol? Alles klar. Machen wir ihn jetzt so schnell, Junge. Was ist das? Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Ja, das bilde ich mir auch ein. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Folgen Sie Axl Rose in die Schächte. Ja. Hallo, ey. Ich komme hier nicht rein jetzt. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Also ich lasse mal die Leuchtfackel hier aus. Ich glaube, die brauchen wir hier nicht. Also ich sehe hier eigentlich alles. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Was erlebt hier? Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Gleich direkt nochmal gespeichert. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Wie, es kann hier recht dunkel werden? Hier ist nirgends auf Fenster. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Das ist die Taschenlampe. Ah, okay. Ah, ja. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Hatten Sie eher vor, die Taschenlampe aufzuladen? Ah, ja. Okay, geil. Natürlich, wie bei jedem Horrorspiel, ist natürlich eine unendliche Batterie für das Ding, ist natürlich klar. Ich bin mal gespannt, wie schnell das leer geht. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Was? Oh. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Scheiße, wie soll der aussehen? Axel, ist das der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Na, ich will hier noch ein bisschen rumgucken, Junge. Warte mal, mach nicht so schnell. Taschenlampe, jawohl. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich will aber hier noch gucken. Ich glaube, mein Freund hat gar nichts unter Kontrolle. Wenn das Alien kommt. Okay, ist nichts mehr. Alles klar. Oh, es ist dunkel. Los jetzt. Ja, mach auf, komm. Okay, da brauchen wir kein Licht mehr. Lol. Das ist schon ganz strich weg.
Ich glaube, das ist ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Ich glaube, das kannst du 3 Minuten irgendwie laufen lassen, die Taschenlampe, dann geht's da raus. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Ich glaube nicht, dass sie so safe ist in den Lüften und Schächten. Also ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich hab was gehört. Ich sag gar nichts. Oh. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Folgen Sie mir. Den Luxus. Schon viele Speicherstationen hier, muss ich sagen. Also gucken, ob das später auch noch so ist. Warte mal hier, Freundchen. Ich muss gucken. Ah, okay, wir sind jetzt da. Ja, alles klar. Wir sind vorhin da vorne reingekrabbelt. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Jo. Wir schaffen. Ich mach doch gar nichts. Ich kann jetzt mal die Leuchtfackel anmachen. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Na los. Irgendjemand wird schon hier geschehen. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Nee. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Die Tür. Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Genau. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Schalten Sie den Generator. Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist doch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich weiß nicht, wie ich sehe. Was soll das denn? Ich bin weg. So, und jetzt? Da wieder raus. Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit! Reiß dich zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Was? Guten Tag, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Alter, der hat mich geschockt. Leuchtfackel, sehr gut. So, gleich nochmal speichern. Oh mein Gott, ey. Also schreibt mir echt in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. Oder lasst mir ein Like da oder sowas. Das war jetzt nicht mehr das neueste Spiel. Ist das ein Spiegel? Ich hab kein Spiegelbild. Hallo. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Sowas. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ein Auge zudrücken. Es. Habe endlich das erwähnte Zeug gekartet. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer etwas verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 Grad sein lassen. Sie sind wahrscheinlich sowieso viel zu sehr mit Faulenz beschäftigt, als dass sie ihnen irgendwas etwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder aus der Liste abgehakt werden. Aspirin. Ja gut, also Leute...
wenn ihr das lesen wollt, dann drückt einfach Pause. Weil das brauche ich alles vorlesen, denke ich. Oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen überleben. Nichts lesen. Ist doch kein Spiegel. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ja, und jetzt? Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Jawohl. Okay. Alle diese Geräusche. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Drück. Hinter ihm! Was? Sie, Axel. Also, komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach mit... Was? Bam! Okay. Shit. Hau wir ab! Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Hallo. Schnell! Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Ja, lauf doch, Kollege. Oh. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Was? Alte. Was ist da? Wir müssen weiter. Wir? Wir sind allein. Nur du und ich. Scheiße. Und schon auf den Transithofen. Glaub schon, gell? Ich glaube schon. Ja. Der dauert aber lang hier, bis der kommt. Hallo. Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das kann ich für Sie. Ich möchte heute einen guten. Na, was meinst du?
aktiviert oder was? Stromreserve. Achso. Stabiles System aktivieren. So. Oder? Ist das noch was anderes hier drüben oder was? Nee. Oder will er den Lautsprecher haben? Ach, scheiß drauf. Gucken wir mal. So. Jetzt muss doch hier langsam mal wieder in den Speicherpunkt kommen, oder? So, eine neue Kabelung. Sixen, starte Neuverkabelung. Achso, ich habe keine Stromreserven mehr. Okay, gut. Mal auf die Karte gucken. Gehen wir mal da hoch, würde ich sagen. Da kann man speichern. Yes. Gut. Das Alien ist jetzt hinter uns. Wir haben es gesehen, beziehungsweise hat unser Kollege gefressen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Das nächste Mal, das sind den Rest mal schon in der nächsten Aufnahme. Also was jetzt den Rest ist, zocke ich ein bisschen weiter. Oh, was ist denn das? Okay. Also wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da oder wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage. Macht's gut, haut rein, servus.